Ja, ich ganz kurz zu mir. Ich bin Arbeitsmediziner und die Arbeitsmedizin hat auch die Umweltmedizin mit angegliedert. Ich habe in der Strahlenbiophysik promoviert, kenne mich also ein bisschen mit der Materie aus und auch mit Strahlenepidemiologie ganz gut aus. Ich komme eigentlich aus einer eher kerntechnik-gegnerischen Haltung. Wir haben im Saarland gewohnt, in der Nähe von Kattenom. Kennt ihr wahrscheinlich alle 4 Reaktorblöcke. Und alle haben Angst und Panik verbreitet. Das Saarland wird unbewohnbar, wenn in Kattenom was passiert. Und so ging das auch mir. Ich habe mich dem angeschlossen letzten Endes. Habe aber gesagt, oder irgendwie hat mich das fasziniert und gepackt. Und ich habe gesagt, ich beschäftige mich mit dieser Materie. Fachlich, sachlich. Habe mich da eingelesen. Und je mehr Zeit verging, je mehr Jahre vergingen. Und ich habe mich immer weiter eingelesen und mich dafür interessiert, desto mehr wurde mir klar. An dieser panischen Angst, die basiert meistens auf Unkenntnis und irgendwelchen Vorurteilen. Und habe gesagt, okay, das möchte ich so nicht stehen lassen, da möchte ich aktiv was dagegen tun. Dann kam es vor einigen Jahren, habe ich einen Strahlenschutzkurs in Karlsruhe besucht. Am KIT, die ja mit Pioniere der Kerntechnik in Deutschland leider waren. Und der Leiter der betriebsärztlichen Dienststelle dort hat mir nochmal die Augen geöffnet, der wirklich ein fundiertes, jahrzehntelang angesammeltes Wissen zu Kontamination, Dekontamination, Strahlenrisiken, Strahlenepidemiologie hatte. Und ich habe mir nach dieser Veranstaltung gesagt, Mensch, was für einen Wahnsinn betreiben wir hier eigentlich? Wir jagen das falsche Schwein vom Hof, wir schlachten die falsche Sau. Wir haben technisch wunderbare Kernkraftwerke, die ihresgleichen in der Welt suchen. Und wir schalten die alle nacheinander und irgendwann die letzten 6 auch noch ab. Nehmen dafür in Kauf, dass wir entweder auf eine Strommangelwirtschaft zusteuern, die katastrophale Folgen für uns alle haben wird, ja, brauche ich nicht weiter zu erläutern, ihr wisst das alle, oder wir kriegen ein fossiles Backup, weil alleine Wind und Sonne werden das nicht stemmen können. Und wir haben jetzt gerade nochmal die Diskussion ja erlebt, durch Elektrifizierung der Mobilität und der Haushalte, Heizung beispielsweise, wird unser Strombedarf sich versechs- bis verzehnfachen in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten. Und es ist völlig utopisch zu glauben, wir könnten das über Wind und Sonne auffangen. Wir werden ein fossiles Backup haben und wir werden massig Strom importieren. Das heißt, durch die Hintertür kommt letzten Endes, ich nenne es jetzt mal ein bisschen plakativ, dreckiger Strom doch wieder ins Land, weil es muss verhindert werden, dass es ein Blackout gibt. Sonst steht dieses Land und seine Regierung ziemlich armselig da. Und mich ärgert das. Mich macht das wütend, ja, dass so technisch wahnsinnig tolle Anlagen wie die in Neckarwestheim oder in Philippsburg einfach verschrottet werden. Ich finde, das macht wütend. Und deshalb möchte ich hier einfach nur einen kleinen Impuls noch mal geben. Ich führe im privaten Bereich Diskussionen, ich führe mit den Arbeitskollegen Diskussionen. Einer ist heute dabei, den habe ich mal mitgeschleppt. Und ich merke, das kommt an bei den Leuten. Die fangen an, sich mit der Materie zu beschäftigen und hinterfragen das. Deswegen mein Appell einfach nur, macht weiter, verbreitet die Zahlen, die es inzwischen glücklicherweise gibt über Strahlenepidemiologie, über die Toten pro Terawattstunde, über die gesamte Wertschöpfungskette, geht in die Diskussion rein. Mich ärgert das als Mediziner doppelt, weil wir durch das fossile Backup, wir nehmen EU-weit Tausende und weltweit Hunderttausende, wenn nicht Millionen Tote in Kauf durch krebserzeugende Luftschadstoffe, durch Feinstaub, durch Nanopartikel, von denen wir teilweise noch gar nicht wissen, was sie eigentlich machen. Aber definitiv haben wir bei der fossilen Verfeuerung immer den Lungenkrebs. Und wir haben Hunderttausende Tote, wenn nicht mehr, weltweit und nehmen die einfach in Kauf. Und wir schalten solche Anlagen ab. Es macht mich einfach wütend und das ist mein Impuls für heute.